Also das hat auch mich bewogen, nicht in eine Kleinstadt zu ziehen, aus Wien wegzugehen und zu sagen, gut, ich muss es jetzt vortanzen. Ja, also es ist unheimlich leicht, sozusagen von der Großstadt her zu träumen über das, was in ländlichen Räumen möglich ist. Aber es muss irgendwann der Punkt sein, da musst du es selbst zeigen. Ich betreibe dieses Studienhaus, um in diese Kleinstadt neue Ideen sozusagen auch hinein zu kanalisieren. Also das heißt, alles, was wir dort besprechen, ist einerseits, sind einerseits Zukunftsfragen, Zukunftsentwicklungen. Ich möchte aber, dass sich das immer wieder verbindet mit einer praktischen Umsetzung in dieser Stadt. Das erste und primäre Thema, das dieses Studienhaus hat, ist die Kompetenz für aktives und gesundes Altern.